So. Ja, hallo, mein Name ist Hubert Hinle. Ich habe hier einen Stand mit Südtiroler Produkten. Unsere Produkte, wo wir hier am Stand verkaufen, sind alles von kleinen regionalen Anbietern. Das heißt, da ist keine Fabrikware dabei, sondern es ist also wirklich von den Bauernhöfen direkt oder von eben Alpe Prager. Das ist eine Alpe in der Nähe von Praxer Wildsee, die eben herrliche Marmeladen macht, richtig schöne Fruchtaufstriche eben macht. Dann haben wir natürlich Speck, das gehört alles mit dazu, Kaminwurzen, Käse von einer kleinen Käserei, die so Käsespezialitäten macht. Und natürlich auch eingelegte Sachen wie Zucchini, die im Glas sind, und das Gemüse ist dann eben alles fermentiert, also nicht eingekocht, sondern eben fermentiert, und dadurch ist es natürlich viel, viel bekömmlicher und viel, viel verträglicher. Genau, das sind eben meine Produkte, die ich hier eben auf dem Ulmer Wochenmarkt verkaufe, und ich bin jetzt seit 3 Monaten bin ich jetzt eben hier und bin dabei, eben den Stand jetzt aufzubauen, und ich bin eigentlich sehr zufrieden, weil er sehr gut angenommen wird. Wunderbar.